Hallo, tja, und dann, nachdem das letzte Mal so ein großer Misserfolg war mit diesem Händler, soll es jetzt dann heute mal ein bisschen erfolgreicher vonstatten gehen. Was ich auch überlegt habe, ich sollte vielleicht auch eine Quest aktivieren, ne? Genau, da hinten soll es wohl hingehen, okay. Hetzen wir einfach mal drauf los. Irgendwie kommen wir da hin. Sollte ich vielleicht den Weg nehmen oder sowas? Komm, wir halten uns an den Weg. Ich glaube, der Weg ist hier am sichersten. Denke ich mir jetzt mal zumindest. Kann ja sein. Muss ja nicht unbedingt hier... Oh, hier ist schon wieder so ein Skelett hinter mir. Ach, du Scheiße. Hier ist ja auch eine große Burg oder sowas. Oh, ist das irgendwie riesige Seen? Das ist ja krass hier, ne, wie das aussieht. Das ist ja auch das Reich der Dedra. Und hier komme ich jetzt wohl nicht rein, oder wie ist der Schutzwall? Da ist doch wer. Irgendwie ist er dann gelaufen. Serana, wo bist du? Ach, die kämpft gerade wahrscheinlich. Da ist wer. Hallo. Redest du nicht mit mir? Die ist ziemlich jung für ihre Mutter. Na gut, okay, Vampire altern ja auch nicht wirklich. Jetzt muss ich, glaube ich, auf Serana warten, ne? Na tolle Wurst. Wo sind die jetzt hin? Die kämpft die doch garantiert gegen jemanden. Serana, hallo. Wo bist du denn? Da ist sie. Ah, da kommt sie endlich. Wird auch langsam Zeit, Mensch. Ich habe deine Mutter gefunden. Da vorne ist sie. Ja, echt jetzt. Muss ich nur mal ein bisschen beeilen. Fans warten schon. Wir müssen das präsentieren. Ja, wir müssen hier Action, Drama und, keine Ahnung, wieso. Mutter? Ah, jetzt Mutter? Geht's los. Jetzt geht's los. Beim Schöpfer. Das kann doch nicht. Serana? Doch, sie ist es. Seid ihr es wirklich? Ich kann es kaum glauben. Wie gelangen wir hinein? Wir müssen reden. Serana, was tut ihr hier? Wo ist euer Vater? Er weiß nicht, dass wir hier sind. Ich habe keine Zeit für Erklärungen. Richtig. Ich muss versagt haben. Harkon muss einen Weg gefunden haben, die Prophezeiung zu entschlüsseln, nicht wahr? Ja, es kann sein. Nein, ihr versteht das völlig falsch. Wir sind hier, um ihn aufzuhalten, um alles ins Reine zu bringen. Richtig. Moment mal. Ihr habt einen Fremden hierher gebracht? Habt ihr den Verstand verloren? Aber wieso? Das kommt nicht in Frage. Ihr tretet vor. Ich muss mit euch sprechen. Gerne. Und wie kam es dann dazu, dass ich meine Tochter in der Gesellschaft eines Vampirjägers wiederfinde? Wo, was, dass ich ein Vampirjäger bin? Ich hoffe, ihr hattet nicht die Absicht, euch als Serranas Beschützer auszugeben, um auf diese Weise an mich zu gelangen. Das ist keine Finte. Ich will sie beschützen. Ich habe sie vor eurem törichten Plan gerettet. Ich bin nur wegen der Schriftrolle alten hier. Machen wir mal das. Eure Wortwahl ist hochinteressant. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Serana sehr viel sicherer war, als sie meinem törichten Plan folgte. Naja. Serana hat alles geopfert, um Harkon an der Vollendung der Prophezeiung zu hindern. Echt? Ich hätte eigentlich erwartet, dass sie euch das erklärt. Ich glaube nicht, dass sie das geopfert hat. Deshalb suche ich hier ja auch die Schriftrolle der Alten, ne? Haltet ihr mich etwa für so dreist, meine eigene Tochter nur zum Schutz ihrer Schriftrolle der Alten in diese Gruft zu schicken? Ja, was macht die den Eindruck? Die Schriftrollen sind lediglich ein Mittel zum Zweck. Echt? Der Schlüssel zur Tyrannei der Sonne ist Serana selbst. Echt? Was meinst du denn damit? Als ich aus Burg Volkiha floh, nahm ich zwei Schriftrollen der Alten. Na, eine habe ich. Die Rolle, die ihr wohl mit Serana gefunden habt, spricht von Auriel und seiner arkanen Waffe, Auriels Bogen. In der zweiten Schriftrolle heißt es, das Blut der Tochter von Kalthafen wird die Augen des Drachen blenden. Okay, was hat denn Serana damit zu tun? Genau wie ich war Serana einst menschlich. Wir waren fromme Anhängerinnen von Fürst Molag Bar. Die Tradition will, dass die Frauen Molag Baal am Tag seiner Beschwörung dargeboten werden. Autsch. Nur wenige überleben diese Tortur. Das glaube ich. Doch die Auserwählten gehen daraus als reinblütige Vampire hervor. Ui. Wir nennen solche Vereinigungen die Töchter von Kalthafen. Okay. Hat Serana sich denn diesem Ritual freiwillig unterzogen? Es wurde von ihr erwartet. So wie es auch von mir erwartet wird. Schön, hey. Als Opfergabe für Molag Baal auserwählt zu werden, ist eine große Ehre. Echt?
Sie hätte es nicht gewagt, eine solche Würdigung auszusprechen. Ja, nein, wie kann sie auch nur, ne? Es ist, Kalthafen? Manche nennen es auch das Reich von Molag Bar. Ach so. Seine Heimat im Reich des Vergessens. Ah. Okay, und Serannas Blut ist also dann erforderlich, damit die Sonne tyrannisiert werden kann, wie ihr das nennt. Ich glaube eher, dass die Sonne dann verschwindet oder verdunkelt wird, ne? So langsam begreift ihr, warum ich Serana beschützen wollte und die andere Schriftrolle der Alten so weit wie nur irgend möglich von ihr fernhalten musste. Mhm, ja. Und wollt ihr damit sagen, dass Harkon vorhat, sie zu töten, seine eigene Tochter? Wenn Harkon im Besitz von Auriels Bogen wäre und die Waffe mit Serranas Blut befleckt würde, wäre die Tyrannei der Sonne vollendet. Ach du Schande. In seinen Augen würde sie für das Wohl aller Vampire sterben. Hey, Supi, das würde ich aber niemals zulassen. Und wie genau gedenkt ihr ihn? Ich töte ihn einfach. So, ja, ich töte ihn. Wenn ihr das glaubt, seid ihr noch dümmer, als ich ursprünglich annahm. Puh, das ist sehr ehrenhaft, was ich vorhabe. Ich hätte diese Option vor der Umsetzung meiner Pläne nicht in Erwägung gezogen. Du warst halt nicht stark genug. Ihr interessiert euch weder für Serana noch für unsere. Was soll das denn? Du bist ein bisschen komisch, ne? Es spielt keine Rolle, dass ihr einer von uns geworden seid, um im Seelengrab zu überleben. Ihr seid im Herzen noch immer ein Vampir. Ich bin auch kein Vampir geworden. Ihr seid hier, weil ihr uns für Abscheulichkeiten haltet. Stimmt doch gar nicht. Niederträchtige Kreaturen, die vernichtet werden müssen. Nein, nur Harkon. Ja, sie glaubt an mich, Serana? Ne? Mhm. Dieser Fremdling steht auf der Seite derer, die euch jagen und wie ein Tier töten wollen. Und da soll ich euch ihm anvertrauen? Richtig. Dieser Fremde hat in der kurzen Zeit, die wir uns kennen, mehr für mich getan als ihr in Jahrhunderten. Ja. Wie könnt ihr es wagen? Ich gab alles auf, was mir wichtig war, um euch vor diesem Fanatiker zu beschützen, den ihr einen Vater nennt. Tja. Ja, er ist ein Fanatiker. Er hat sich verändert. Aber er ist noch immer mein Vater. Warum könnt ihr nicht verstehen, wie ich mich deswegen fühle? Ja, ist schon so ein gewisser Konflikt, glaube ich. Wenn ihr doch nur eure Augen öffnen würdet. Ja, für dich ist es einfacher. Wenn euer Vater herausfindet, welche Rolle ihr in der Prophezeiung spielt und dass ihr euer Blut benötigt, seid ihr in großer Gefahr. Ich pass schon auf sie auf. Also habt ihr mich von allem ferngehalten, das mir etwas bedeutet hat, um mich zu schützen? Ihr habt mich nie nach meiner Meinung gefragt, ob es das Beste war, mich in dieser Gruft zu verbergen. Ihr habt einfach erwartet, dass ich euch blind folgen würde. Ja, richtig. Ihr wart beide auf euren eigenen Weg fixiert. Eure Beweggründe mögen verschieden gewesen sein, aber im Grunde bin ich auch für euch nur eine Schachfigur. Ja. Ich wollte, dass wir wieder eine Familie werden. Aber ich weiß nicht, ob dieser Wunsch je in Erfüllung gehen kann. Vielleicht verdienen wir diese Art Glück nicht. Vielleicht sind wir nicht dafür geschaffen. Weil ihr Vampire seid vielleicht. Aber wir müssen ihn stoppen. Genau. Bevor er zu weit geht. Und dazu brauchen wir die Schriftrollen der Es tut mir leid, Serana. Ich wusste nicht. Ich war blind. Ja, ich glaube auch. Ich habe zu lange zugelassen, dass mein Hass auf euren Vater uns entfremdet. Bitte vergebt mir. Ja. Die Schriftrolle der Alten gehört euch, wenn ihr sie sehr wollt. Sehr schön. Eure Absichten erschließen sich mir noch immer nicht ganz. Ja, das glaube ich. Um Serranas Willen werde ich euch aber nach besten Kräften helfen. Sehr schön. Habt ihr denn die Schriftrolle der Alten bei euch? Ja. Seit meiner Gefangennahme ist sie hier sicher verwahrt. Gefangennahme? Zum Glück seid ihr in der Lage, die Barriere, die diese Ruinen umgibt, zu durchbrechen. Echt? Okay, und wie? Ihr müsst die höchste der Felsspitzen ausfindig machen, die diese Ruinen umgeben. Mhm. An ihren Sockeln zieht die Barriere die Energie aus den unglücklichen Seelen, die hierhin verbannt wurden. Aha. Vernichtet die Hüter, die sich ihrer annehmen, und die Barriere sollte fallen. Okay, dann sind wir bald wieder zurück, würde ich sagen. Noch eine Warnung. Ein Drache namens Durnevir durchstreift das Grab. Okay. Nehmt euch vor ihm in Acht. Ja, ich werde es versuchen. Die vollkommenen Meister haben ihn mit der Bewachung der Hüter betraut. Sollte er euch als Bedrohung sehen, wird er zweifelsohne angreifen. Puh, ich habe schon einiges Drachen besiegt. Also immerhin habe ich Alduin platt gemacht, ne? Das will ich nicht fragen. Das sind einige Punkte anscheinend, wo ich hin muss. Es sind hier mehrere markiert. Ja, den, wo gehen wir zuerst hin? Gehen wir erstmal dahin, würde ich sagen. Das scheint jetzt nicht so weit weg zu sein.
einfach mal drauf los und mal gucken, was dann passiert. Ich glaube, wir müssen alles Mögliche wegmetzeln. Es wird darauf hinauslaufen. Hat sie ja schon gesagt, irgendwelche Typen sind da, die die ganze Zeit auf uns warten oder die irgendwie die unglücklichen Seelen fressen und sich davon ernähren. Und nun gut, dann werden wir die halt ratzefatz mal weghauen und dann sollte das auf uns nuckeln. Was ist denn das hier schon wieder? Das ist schon wieder so was Komisches. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit, mit euch zu spielen. Ich muss hier weiter. Da hinten ist irgendetwas Wichtiges. Ich hoffe, das ist auch jetzt das Richtige. Nicht, dass ich jetzt in die falsche Richtung renne. Ausdauer. Habe ich nichts mehr mit Ausdauer? Geringe Ausdauer, ja, ein bisschen. Naja, alles verbraucht. Aber na gut, das Wichtigste ist auch, dass ich hier Heiltränke dabei habe. Und wo geht das jetzt hin? Ist das, das kann doch nicht so weit weg sein, hallo? Doch, töte die Seelengrabwächter, 0 von 3. Na gut, okay, dann rennen wir einfach mal in die Richtung. Also, ja, hier ist es irgendwie ganz in der Nähe. Es ist zuckt hin und her. Und wir sehen da unten die Ausdauerregeneration. Die dauert ja mal Äonen. Ich weiß nicht mehr, was. Also hier muss ich irgendwie rein, okay. Geht's hier irgendwie hier unten rein? Ich glaube, ich muss einmal drum rumrennen, ne? Ich mag sowas nicht. Sieht schon aus wie so eine Festung und... Oh, da ist eine Treppe. Da werden garantiert sehr viele ungehaltene Kreaturen drin sein, die uns alle dann mehr oder weniger gerne noch den Rest unserer Seele entreißen möchten. Das weiß ich natürlich. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, der hat eine Drachenknochenrüstung an. Ich will auch eine. Gib mir meine Drachenknochenrüstung. Ich mach dich platt hier. Das wirst du. Du wirst büßen dafür. So, was hat er denn dabei? Schwarzer Seelenstein. Okay, 1 von 3. Das lief ja schon mal ganz gut, möchte ich sagen. Ich durchsuche jetzt hier nicht alles. Ich habe da null Bock drauf im Moment. Also jetzt nicht einfach, weil ich gerade so unwillig bin, nein, sondern weil ich einfach halt hier schnell wieder raus möchte. Ich fühle mich halt hier nicht wohl. Ich mag das ganze Ambiente hier nicht, ne? Wenn man das jetzt mal so nennen darf. Vor allem, dass ich so wenig Ausdauer habe. Kann ich nicht irgendwas machen? Habe ich hier noch mehr Ausdauerkrams? Hier, höchste Ausdauer. Ah, ja. Davon haben wir ein paar mehr. Gut, nehmen wir mal die. Je schneller wir hier nämlich wechseln, es ist echt so dieser Standardspruch, ich weiß, den kennt man ja so von wegen, ja, ich mache 10 Kreuze, wenn ich hier wieder weg bin, ne, wenn ich wieder zu Hause bin, aber das stimmt hier wirklich. Es ist echt unheimlich ätzend hier. Ist das nicht auch so eine Festung? Ne, sieht nicht danach aus. Ist aber auch alles zugesperrt. Ne, die anderen beiden sind da hinten irgendwo in der Richtung. Es ist halt doof, dass es mit der Karte nicht so richtig funktioniert, ne? Ansonsten könnte man sagen, oh gut, okay, das ist jetzt näher dran. Aber es scheint auf jeden Fall beides dahinter zu liegen. Mhm. Oh, okay. Ich denke mal, dann werden wir erstmal dahin gehen. Eigentlich meint es ja irgendwas, wir sollen am Fuße dieser Festung nach dem höchsten Berg suchen. Wir machen jetzt erstmal gerade die ganzen anderen Sachen. Ist vielleicht auch ganz gut, dass wir das in dieser Form machen. Ich weiß nicht, irgendetwas war hier gewesen. Hier gibt es irgendeine Seele... Die sucht ihr Pferd, ist irgendein Krieger. Und dem soll man irgendwie auch helfen. Und wenn man dem hilft, kriegt man dann dieses untote Pferd. Das kann man dann auch in der echten Welt beschwören. Ups, ich weiß nicht mehr ganz genau, wo der war. Ich glaube, hier hinten irgendwo in der Ecke. Wie gesagt, ich weiß es nicht mehr so richtig. Ja, viel ziehen tut es auch nicht, ne? Besser als nichts vielleicht. Das ist die Sache, wo war der? Ansonsten könnte man das halt machen. Hier ist irgendwie so eine Art Festung oder so. Ja, diesen Typen zu finden dann alleine schon. Da hinten ist einer. Kann das der sein? Ah, ich weiß es nicht mehr. Der rennt hier irgendwo durch die Gegend. Da muss man halt sein Pferd finden und ihm helfen. Und dann gibt er einem da irgendwie halt dieses Pferd, diese Seele davon. Die kann man dann halt ständig hervorrufen irgendwo. Ist auch ganz cool. Da hat man nicht diese Probleme, dass man irgendwo hinreiten muss. Genau, Kühe und so. Was ist denn mit ihm hier? Das hier ist kein Ort für euch. Ach, nee. Hätte ich echt nicht gemerkt. Das ist ja der Wahnsinn, ne? Also der Typ ist helle. Verdammt, ich dachte, das wäre jetzt gewesen. Schade. Ist das jetzt hier drinne? Ich hoffe ja mal nicht. Also irgendwie gibt es ja auch einen Tempel mit Prüfungen und also man kann hier jede Menge machen. Man kann sich wirklich noch Ewigkeiten lang rumtreiben. Ja, das sieht nach ihm aus. Ich glaube, das ist er. Hallo? Was? Was wollt ihr? Was genau macht ihr denn da?
Wie soll ich denn bitte an der Neuverfassung meines Staates arbeiten, wenn ich ständig so rüde unterbrochen werde? Ah, ja. Werk, wovon sprecht ihr denn? Was soll das heißen? Ganz richtig. Hä? Hätte ich nicht die ganzen Seiten verloren. Ja, das ist der Typ, genau, für den möchte man jetzt alle Seiten sammeln. Irgendwas hat man auch bekommen, ich weiß nicht mehr was. Fangen wir mal ganz von vorne an. Also gut. Etwas Zeit kann ich wohl erklären. Ja, mach mal. Ich bin Jiub. Die einen nennen mich Schutzpatron Jiub. Die anderen Jiub den Auslöscher. Aha. Vielleicht habt ihr schon von mir gehört. Ehrlich gesagt, nein. Bisher noch nicht. Ich kann nicht behaupten, dass mich eure Antwort überrascht. Solange mein zweiter Band nicht veröffentlicht wird, kann niemand von meinen Großtaten erfahren. Aha. Und ihr sprecht da also von einem Buch, ja? Ich würde ein Epos mit 26 Bänden nicht einfach nur als Buch bezeichnen. Ja, stimmt, das ist schon was ganz anderes. Sicher habt ihr von der Aufstieg und Fall von Schutzpatron Jiub dem Auslöscher, Held von Morrowind und Erlöser der Dunmeer gehört. Nein, auch nicht. Also ein kürzerer Titel, ne? Der wäre irgendwie schon ein bisschen besser, so was Prägnantes. Vielleicht spart ihr euch eure dummen Vorschläge und überlasst das Schreiben einem Experten. Aha, ja, ist schon in Ordnung. Wie läuft das denn mit der Arbeit? Furchtbar. Einfach furchtbar. Tja, das glaube ich. Ich war gerade ins Schreiben des zweiten Bandes vertieft, als sie mich einfach in dieses Gefängnis warfen. Das ist so ungerecht. Oh ja, das ist ganz hart. Wer hat euch denn hier festgesetzt? Dieser verdammte Dremora mit seinen Schergen. Dremora? Soll ich nicht einmal erklären, wer ich bin? Ein Dremora nahm euch gefangen? Das ist ein bisschen komisch, oder? Nun, das nehme ich an. Er wirkte mit einem merkwürdigen schwarzen Kristall einen Zauber auf mich. Seelenfalle! Ehe ich mich versah, kam ich hier an. Tja. Eure Seele wurde gefangen, noch mein Guter. Meine was? Moment. Das bedeutet... Du bist tot, richtig. Nein. All die verlorenen Monate oder waren es Jahre... Jahrhunderte eher oder Jahrtausende. Ich kann mich nicht erinnern, wie viel Zeit vergangen ist. Nun wird nie jemand von meiner Arbeit erfahren. Mein Name wird in Vergessenheit geraten. Ja, ist er schon. Könnte ich dir dann nicht vielleicht helfen? Vielleicht. Habt ihr eine Möglichkeit, diesen Ort zu verlassen? Ja, habe ich. Ich vielleicht nicht. Mein literarisches Werk aber schon. Das stimmt, das ginge. Um den zweiten Band meines Werkes zu schreiben, brauche ich die Notizen meines ersten Bandes. Sonst muss ich das alles aus dem Gedächtnis niederschreiben. Ja, dann erinnerst du dich halt ein bisschen dran. Wie viele Seiten habt ihr denn da verloren? Als ich hierher gebracht wurde, hatte ich einen Schwächeanfall. Dabei ließ ich die Seiten fallen, die ich in meinen Händen hielt. Okay. Es waren insgesamt 10. Findet sie für mich bitte. Ich flehe euch an. Ich glaube eher nicht, dass ich das machen werde. Ich glaube auch, wenn man die Quest aktiviert, wird es einem nicht angezeigt. Suchen. Genau, es wird uns nicht angezeigt. Deshalb, dann deaktivieren wir das auch gleich mal. Nee, das nicht. Das hier. Weil wir haben auch erst 2 davon. Und also wie gesagt, das wird ewig dauern. Was ist denn hier los? Ah, okay. Hier liegen ein paar schöne Sachen. Eine Notiz von ihm wieder. Wieder mal eine gefunden. 3 von 10. Ja, aber ganz ehrlich, das rettet uns auch nicht so wirklich. Und bis wir da jemals mit fertig sind, da vergehen Äonen. Ich hätte nur gern das Pferd, aber ich weiß nicht, wo der Typ ist. Vielleicht mache ich dann, weil wir sind jetzt bald am Ende hier mit dieser Aufnahme. Ah, es sind ein paar Typen. Vielleicht mache ich das dann... Ah, ja, okay, das waren ein paar Seelen gewesen. Ach, verdammt, jetzt hänge ich hier fest gerade. Hier, nimm das. Haha, genau, damit hast du nicht gerechnet, ne? Ja, hier. Der optische Mega-Zocker, der macht mich hier platt, ne? Hey. So, halt, Gott. Jetzt ist es weg, oder was? Was hasse ich immer, wenn diese Sachen verschwinden. Der saß hier auf dem Thron.
Ja, hier, komm. Zählt sie vorne? Geisterhafte Überreste? Ja, schwarzer Seelenstein. Mächtig, mit mächtiger Seele gefüllt. Die ganzen Seelen haben sich hier in Wohlgefallen aufgelöst. Das heißt, wir haben sie gerettet. Tja, dann bleibt noch eins übrig für das nächste Mal, ne? Dann werden wir uns dann beim nächsten Mal dem widmen. Vielleicht, wenn ich dran denke, habe ich nachgeguckt, wo der Typ ist, dass wir uns dann halt auch wirklich dieses Pferd noch holen können, weil das wäre schon cool, wenn wir das noch haben. Ich versuche das nochmal nachzuschauen im Internet, wo das war, aber ich weiß es jetzt spontan und ich möchte hier wirklich nicht länger bleiben, als ich unbedingt muss in dieser Welt, weil die gefällt mir eigentlich echt gesagt gar nicht. In diesem Sinne, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, euer Mr. Zocker.